sondern eigentlich ist das ein Ziel nur, sondern, und es gibt noch ein anderes Hauptziel, und das ist, dass Gottes Wort, die Stimme seines Geistes in uns wirklich schärft. Also, dass unsere Herzen getroffen werden, dass uns Gottes Wort irgendwie motiviert, in unserem Leben eine Reaktion darauf zu finden. Dass wir im Glauben und Vertrauen etwas tun und etwas wagen, weil Gottes Wort irgendwas in uns angesprochen hat. Und manchmal ist die Herausforderung einfacher, weil es gibt Texte, die erschließen sich irgendwie schon beim Lesen für den Leser selbst. Aber es gibt eben auch Texte wie Markus 13, die in die Kategorie herausfordernd irgendwie gehören. Ich denke, das dürfte den meisten schon die letzte Woche da gewesen sein, aufgefallen sein. Wenn man das Kapitel 13 so liest, dann merkt man, dieser Text kann eigentlich fast nicht unstrittig bleiben. Also dieser Text ist nicht so einfach wie manche anderen Texte, die einfach eine Wahrheit in sich tragen. Und diese Wahrheit ist einfach klar herauszulesen. Diese Texte, dieses Kapitel 13 ist durchzogen von einer sehr kryptischen, sehr symbolischen Sprache. Und es ist ein Text, der nicht wenig Leute verwirrt hat oder mit Fragezeichen zurückgelassen hat. Und diese Fragezeichen beziehen sich ganz stark darauf, was ist denn die Bedeutung? Worum geht's hier? Geht's hier um die Zukunft? Geht's hier um Dinge, die schon passiert sind? Ist es beides? Und wo, wenn wir heute aus unserer Zeit da drauf schauen, wo sind wir denn in diesem Text? Und ich kann am Ende auch nur das wiedergeben, wo ich glaube, dass den Kern trifft. Aber ich habe eine Überzeugung, diese Überzeugung ist, Gott gibt uns Markus 13 nicht dafür, dass wir Christen endlich mal ein Thema haben, wo wir uns drüber streiten können, wo wir sagen können, also das ist mein Standpunkt, das ist deiner. Und ich glaube, er gibt uns Markus 13 auch nicht, dass wir sagen, ach komm, wir lesen bis 12 und dann lesen wir 14 weiter, weil 13 ist irgendwie so, dass, also Gott hat ein Ziel und einen Sinn damit, dass wir die Texte in der Bibel finden, die wir in der Bibel finden. Und deswegen können wir ihn nicht einfach beiseite tun, sondern wir müssen versuchen, ihn irgendwie für uns zu fassen. Und das will ich gerne mit euch gemeinsam heute tun. Es macht Sinn, dass wir diese Texte noch heute haben. Gott gibt sie den Leuten damals und Gott gibt sie uns heute mit einer ganz, ganz entscheidenden Botschaft. Jesus schärft hier in Kapitel 13 nochmal den Blick dafür, dass er wirklich Gott ist. Und in dieser Göttlichkeit sagt Jesus, werde ich auch einmal wiederkommen. Ich bin gekommen als Mensch, ihr seht mich als Mensch, aber ich bin Gott und in meiner Göttlichkeit werde ich wiederkommen und ich werde Gericht halten über diese Menschheit. Und Markus 13 ist auch so ein Weckruf, speziell an die Glaubenden, zu sagen, wir sollten bereit sein für diesen Moment. Und das ist so das ganze große Thema des Kapitels, Kapitel 13. Und ich würde gerne mit euch heute die Verse lesen, die wir heute dran sind, ab Vers 14 bis 23. Und dort lesen wir, Jens, kannst du eins weiterklicken, bitte? Der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. In Klammern, wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Wenn ihr ihn dort stehen seht, sollen die, die in Judäa sind, in die Berge fliehen. Wer sich gerade auf dem Dach seines Hauses aufhält, soll nicht erst nach unten steigen, ins Haus hineingehen, um etwas mitzunehmen. Und wer auf dem Feld ist, soll nicht mehr nach Hause zurücklaufen, um seinen Mantel zu holen. Eins weiter bitte. Wie schwer werden es die Frauen haben, die in jener Zeit ein Kind erwarten oder stillen. Betet auch, dass das nicht alles im Winter geschieht. Denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie es sie von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute nicht gegeben hat und wie es sie auch danach nie mehr geben wird. Hätte der Herr diese Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um derer Willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Noch einmal weiter, danke. Wenn jemand zu euch sagt, seht, hier ist der Messias oder seht, er ist dort, so glaubt es nicht. Denn mancher falsche Messias und mancher falsche Prophet wird auftreten und Zeichen und Wunder vollbringen, um, wenn möglich, die Auserwählten irre zu führen. Seht euch darum vor, ich habe euch alles vorhergesagt. Ich glaube, bevor wir in dieses heutigen Text einsteigen, brauchen wir nochmal eine ganz kurze Rückblende auf diese ersten 13 Verse, die wir letzte Woche gehört haben. Wenn wir Prophetien in der Bibel lesen, dann ist es wichtig, dass es sich damit verhält, manchmal verhält, nicht immer, aber manchmal ist es wie mit so einem Foto. Ein Foto, das kann das gleiche Bild darstellen, aber es kann einen unterschiedlichen Fokus auf das Bild geben. Ja, ich habe ja mal so ein Beispiel. Es hat zwei verschiedene Zoom-Arten. Ja? Einmal ist die Burg scharf und einmal sind die Blumen scharf. Und so ist manchmal Prophetie. Je nachdem, aus welchem Blickwinkel wir auf diese Texte schauen, können sie auf eine oder auch auf zwei oder mehr Situationen zutreffen. Hier im Fokus in Kapitel 13 die Zerstörung von Jerusalem. Aber Teile aus diesem Kapitel 13 fehlen eben noch.
Also wir finden es an mehreren Stellen in der Bibel, wenn die Bibel so Prophetien ausspricht, dass Dinge zum Teil schon greifbar sind, dass Dinge schon passiert sind, aber eben noch nicht alles sich erfüllt hat. Das heißt, Prophetie erfüllt sich nicht immer linear. Das heißt, alles passiert automatisch in der gleichen zeitlichen Abfolge, sondern es beginnen Dinge, es erfüllen sich Dinge und dann kann eine große Zeitspanne folgen. Oft haben wir auch in den Propheten, dass ein Vers beschreibt Dinge, die zum Beispiel mit Jesus zusammenhängen, die passiert sind und dann im nächsten Vers geht der Sinn gleich weiter, aber dieser Punkt kommt erst noch mal, zum Teil 1000 Jahre später. Und ich glaube, das ist die Schwierigkeit im Umgang mit diesen Stellen. Ereignisse haben begonnen, sind aber zum Teil noch nicht abgeschlossen. Und deswegen ist es wichtig, sich 3 Grundregeln anzueignen. Ich glaube, 3 Grundregeln sind wichtig, wenn wir solche Texte lesen. Das erste ist, was ist der Kontext der Stelle? Also, dass wir Kapitel 13 nicht losgelöst von seinem größeren Kontext, und das ist bei Markus Kapitel 11 bis 13 lesen. Jesus kommt eine Woche vor seinem Tod und seiner Auferstehung nach Jerusalem und er reißt dieser religiösen Elite die Maske vom Gesicht und zeigt ihre wahren Motive. Er stellt sie öffentlich bloß und zeigt ihren gottlosen Gottesdienst. Das ist der Kontext, in denen diese Sachen hineinfallen. Die zweite Regel ist, dass wir immer schauen müssen, was wird denn eigentlich wirklich gesagt und wer ist diese Zielgruppe in dem Text? Ja, an wen ist der Text gerichtet? Und die Verse 5 bis 36 sind am Ende eine längere Antwort von Jesus auf diese Rückfrage dieser 4 Jünger. Jesus spricht eine Prophetie und sie fragen ja, wann und was wird denn, oder wie wird das denn passieren, Jesus? Erklär uns das mal. Sie wollen wissen, was passiert und was die Zeichen sind, wenn es passiert. Und das dritte ist eine etwas schwierige Sache. Ich habe bloß einen englischen Begriff dafür, den kann ich selber kaum aussprechen, deswegen sage ich ja gar nicht, weil er eh keinen Sinn macht, die Erklärung ist wichtig. Und zwar ist das die Lehre vom sich eröffnenden Plan Gottes. Und zwar nennt zum Beispiel Carson, ein bekannter amerikanischer Theologe, Johannes 5, Vers 24 als so ein Beispiel. Und er sagt, es gibt eben in dem Heilsplan Gottes Dinge, die sind schon da und es gibt Aspekte, die sind noch nicht im Reich Gottes. Zum Beispiel deine Errettung, worum es hier in Johannes 5, Vers 24 geht, das ist so ein klassisches Beispiel. Da gibt es Teile davon, die sind jetzt schon. Ja? Du hast ewiges Leben, aber du hast es eben noch nicht in der Form, wie du es einmal haben wirst. Das heißt also, es gibt Dinge, die sind schon vorhanden, aber es gibt auch Dinge, die sind noch nicht. Manches ist eben noch nicht. Und das gleiche Prinzip ist wichtig für die Auslegung von Prophezeiungen. Und wenn wir die Texte oder den Text von letzter Woche nochmal unter diesem Aspekt lesen, dann sehen wir, dass Jesus eigentlich 2 Grundziele mit seinen Prophezeiungen hat. Das erste ist, er will erklären, dass er wirklich Gott ist. Und weil er Gott ist, kennt er die Zukunft. Und weil er Gott ist, hat er die Zukunft in der Hand. Und das zweite Ziel, was Jesus verfolgt, ist, dass er seinen Jüngern helfen möchte, Täuschungen zu durchschauen. Sich nicht von den Umständen irgendwie kürre machen zu lassen, auch wenn das Verfolgung und Anfechtung mit sich bringt, und standhaft zu bleiben und diese seine Mission zu Ende zu bringen. Denn auch wenn sich die Dinge historisch in der Zerstörung von Jerusalem erfüllt haben, dass eben kein Stein auf dem anderen geblieben ist, war das ja am Ende nicht das Ende der Welt. Ja, speziell Vers 10 aus dem letzten Text zeigt uns das, da steht, denn bevor das Ende kommt, muss was passieren? Wisst ihr es noch? Redet jemand in Sprachen? Genau. Ja? Also es kann noch nicht das Ende sein, es kommt noch eine Zeitspanne. Es wird klar, es ist noch eine Zeit dazwischen. Und in diese Zeit hinein fallen eben auch Aspekte dieser Aussage, die wir hier lesen. Und es ist wichtig für uns, wir sind herausgefordert, Zeugen zu sein, treu zu sein, standhaft zu bleiben, auch in Widerständen. Also, schon in den Versen von letzter Woche zeigt Jesus, ich bin Gottes Sohn und ich kenne die Zukunft. Und heute in diesen Versen, die wir jetzt gelesen haben, prophezeit Jesus über die sogenannte Zeit der Trübsal. Das ist ja die Überschrift in den meisten Bibeln. Und was für mich eigentlich da drin steckt, auch wenn es um Trübsal geht, es zeigt Gottes liebevolle Fürsorge für seine Leute. Gott sorgt sich um uns. Und es geht mir speziell um 3 Dinge, wie wir das in diesem Text hier sehen. Der erste Weg ist, Gott sorgt für seine Leute durch die Prophetie der Bibel. Vers 14 bis 19. Dort lesen wir, der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. Was ist der Gräuel der Entweihung? Es ist wichtig, nochmal den Zielgedanken, warum spricht Jesus diese Prophetie aus? Er hat Sorge um seine Nachfolger.
Also bevor wir uns überlegen, wer, wann, wo und wie, ist es wichtig, warum. Warum macht Jesus diese Aussagen so, wie er sie macht? Und Vers 14 beginnt in den meisten Übersetzungen mit so einem Bindewort, und oder wenn oder irgendeinem anderen Bindewort. Und es ist auch im Urtext so. Und man sieht also, dass es gibt eine direkte Verbindung zwischen diesen beiden Texten, zwischen den ersten, also zwischen 5 und 23. Das ist also so eine Einheit. Es ist die Einheit der Antwort, die Jesus seinen Jüngern gibt. Jesus fängt an zu erklären, dass falsche Christusse auftreten werden. Es werden Menschen versuchen, andere Menschen, speziell Gläubige, an sich zu binden. Die Nachfolger von Jesus werden Verfolgung erleben, werden Anklage erleben. Familien werden zerrissen werden. Und Vers 14 ist kein neuer Gedanke. Vers 14 ist eine Fortsetzung. Selber Rahmen, selbe Situation, selbe Zielgruppe. Der Gräuel der Entweihung wird dort stehen, wo er nicht stehen darf. In Klammern, wer das liest, der überlege, was es bedeutet. Und wenn wir das lesen, dann ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wer ist diese Zielgruppe in diesem Text. Und das ist gar nicht so einfach, das zu verstehen, weil es ist wichtig für eine gute Auslegung zu sehen, wen spricht Jesus an. Die erste Zielgruppe, und das ist wie bei so einem Foto, ja, den kann man auch langsam aufzoomen. Und so ist es, glaube ich, auch hier im Text. Der erste Zoom geht auf die vier Jünger. Sie stellen ihm eine Frage und Jesus gibt ihnen auf diese Frage eine Antwort. Die zweite Zielgruppe ist, Markus schreibt ja uns dieses Evangelium und er hat natürlich auch eine Zielgruppe im Blick. Und das sind nicht die vier Jünger, sondern das sind die Leute, für die Markus sein Evangelium schreibt. Wahrscheinlich Christen in Rom. Und dann gibt es noch eine dritte Zielgruppe. Das sind eben alle, die dieses Evangelium irgendwann auch nochmal lesen werden, wie zum Beispiel wir heute. Und wenn also Jesus hier sagt, wenn ihr das seht, dann spricht Jesus das zu seinen Jüngern. An sie ist die Antwort in diesem Kontext gerichtet. Und dann haben wir diese eingeschobene Klammer. Wer das liest, der achte darauf. Das ist kein Teil dessen, was Jesus gesagt hat, sondern das ist das, was Markus als Autor als Einwurf bringt für seine ursprüngliche Zielhörergruppe. Ihr, die ihr das lest, wenn ihr diese Zeichen seht, ihr werdet wissen, sie einzuordnen. Und ich glaube, wir ignorieren gerne den Fakt, und das ist der, dass diese Bücher, die wir im Neuen Testament finden, dass die alle mit einem Ziel und mit einer Zielgruppe geschrieben sind. Und diese Zielgruppe bin ich. Es ist nicht so, dass Markus hier sagt, Matthias, wenn du das liest, du wirst es verstehen. Sondern Markus hat eine andere Zielgruppe im Blick. Und genauso ist es eben bei allen anderen Büchern im Neuen Testament. Und es ist wichtig, und ich glaube, wir müssen manchmal vorsichtig sein, was wir aus den Texten herausschälen und dass wir uns selbst, also als Personen, nicht zu sehr als primären Fokus in diese Texte hineinlesen. Sondern wir müssen diese Bücher auch als historische Dokumente sehen. Und meine Aufgabe ist zu schauen, wie stehe ich denn in Bezug zu dem, was der Text sagt. Wenn wir das nicht machen, wenn ich mich selbst als ersten Fokus in dem Text sehe, ich glaube, dann resultieren schnell falsche Vorstellungen aus diesen Passagen. Zum Beispiel, dass ich meine, das ist alles noch Zukunft. Weil wenn es mir gilt, dann muss das ja alles irgendwann noch in der Zukunft liegen und passieren. Jesus sagt, es wird ein abscheuliches Zeichen sein und es soll etwas sein, was die Jünger und was die ersten Leser einordnen können. Es sollte etwas oder jemand sein, der, wo sie sehen und wo sie sofort wissen, okay, das ist so abscheulich, das ist so gräulich. Und Jesus sagt, wenn ihr das seht, wenn ihr dieses Zeichen seht, dann flieht. Dann flieht. Dann verlasst sofort diese Gegend. Wir finden diese Beschreibung, dieses Gräuel, dieses abscheuliche Gräuel finden wir auch schon im Buch Daniel, dreimal im Kapitel 9, 11 und 12. Und dort bringt Daniel das zusammen mit dem Bild oder mit der Prophetie, dass wenn dieses Gräuel auftritt, dass dann der regelmäßige Gottesdienst, die Opfer und die Anbetung im Tempel aufhören werden. Die Juden haben geglaubt, dass sich das Ganze schon 400 Jahre nach Daniel erfüllt hat, als 168 vor Christus dieser Antiochos Epiphanes in Jerusalem einmarschiert ist. Da hat er den Tempel in der Form geschändet, dass er dort eine Zeus-Statue aufgerichtet hat und auf dem Altar, der dort im Tempel war, ein Schwein geopfert hat für Zeus. Und für die Juden war das schon mal eine ganz, ganz abscheuliche Entweihung von ihrem Tempel. Einmal überhaupt eine fremde Gottheit dort zu platzieren und dann noch ein unreines Tier auf dem Altar Gottes zu opfern, das war eine abscheuliche Entweihung. Und in der Folge zerfiel eigentlich der Tempeldienst fast 150 Jahre bis zur Zeit Herodes des Großen, der wieder angefangen hat, diesen Tempel zu erneuern und diesen Tempeldienst wieder einzuführen.
Aber indem Jesus dieses Bild von Daniel übernimmt, sagt er auch gleichzeitig, es muss mindestens noch eine weitere Prophetie oder Erfüllung dieses Bildes geben, die sich zum Beispiel nach 70 nach Christus erfüllen würde. Und warum glaube ich das? Weil Jesus am Ende des Verses, dieses Kapitels in Vers 30 nochmal zurückblendet und sagt, diese Generation, also an die die Worte gerichtet sind, wird das alles noch erleben. Also gehen wir einen Schritt weiter. Warum glaube ich das? Es geht auch um das Wo. Wo soll das passieren? Und wie können die Jünger und die Leser von Markus verstehen, dass es passiert? Wir erfahren, wo die Prophezeiung eintreffen soll. Zum einen aus unserem Text in Markus 13, Vers 14 steht, in Judäa. Ja, es ist an die Bevölkerung von Judäa gerichtet. In der Parallelstelle von Matthäus, der auch über dieses, wo Jesus auch so eine redet, oder Matthäus gibt diese Rede wieder, oder diese Antwort, dort lesen wir, das Gräuel wird an heiliger Stätte stehen. Das kann entweder Tempel als solches sein, aber auch Zion im weiteren Sinne als heilige Stadt Gottes. Und wenn wir Lukas noch dazu nehmen, dann schreibt uns Lukas noch ergänzend, in dieser Zeit wird Jerusalem von Armeen umzingelt sein. Jetzt die Frage, wenn wir wissen wo, was ist denn dieses Gräuel? Und da ist es natürlich schon etwas komplizierter, das einzuordnen. Es gibt einige Ausleger, die gesagt haben, ja, das war dieser verrückte Caligula, dieser Kaiser, der hat versucht, in Jerusalem im Tempel eine Statue von sich selbst aufzurichten. Und es gab einen riesigen Aufruhr unter den Juden, aber er ist zum Glück dann schnell gestorben und deswegen ist das Vorhaben nochmal umgesetzt worden. Ist aber noch vor diesem Aussage, die Jesus trifft. Die andere ist, manche sagen, Pilatus, der Statthalter, der hat als erstes, wo er in Jerusalem angefangen hat zu regieren, mal an diese Antonia-Burg, die direkt an den Tempel grenzte, riesige Banner mit dem kaiserlichen Emblem gehängt, dass man das weithin sehen konnte. Hier herrscht nicht euer Gott, sondern hier herrscht der Kaiser. Und der auch seine Truppen in den Tempel geschickt hat, was auch eine Entweihung war. Aber es waren beide Situationen, die noch vor dieser Aussage von Jesus zutreffen, also wenn dann nur auf Daniel gemünzt sein könnten. Dann gibt es die Belagerung und Zerstörung durch Titus selbst, 70 nach Christus. Es gibt Leute, die sagen, ja, das Ganze muss der Antichrist sein. Das bedeutet aber, der Tempel muss irgendwann wieder existieren, weil wir haben ihn im Moment nicht. Und dann ist auch die Frage, warum sollen nur die Bewohner von Judäa in die Berge fliehen, wenn das passiert? Also es ist schwierig, wenn man das Bild nimmt, da hier eine Linie zu ziehen. Und in dem Kontext warnt Jesus uns auch nicht vor einem speziellen Antichrist, sondern er spricht von vielen falschen Christusen und falschen Propheten. Oder, und das ist für mich die sinnvollste Erklärung, es ist die Tempelschändung durch die Zeloten selbst. Diese extreme Rebellengruppe, die sich damals mit den Römern angelegt hat und dafür gesorgt hat, dass eigentlich die Armee erst einmarschiert ist, da hat sich am Ende von diesem Krieg eine sehr, sehr extreme Gruppe herauskristallisiert und die haben sich im Tempelbereich verbarrikadiert, haben dort angefangen, Menschen niederzumetzeln. Und dem Ganzen haben sie noch einen obendrauf gesetzt, indem sie so einen Scharlatan aus ihren Reihen, den Fani, als hohen Priester eingesetzt haben. Und sie haben ihm diese Kleider angelegt und haben ihn dahingestellt und gesagt, das ist unser hoher Priester. Und das hätte nie und nimmer sein dürfen. Ja, das war ein abscheuliches Gräuel, jemand als hohen Priester einzusetzen, der nicht aus dem Prinzip Gottes dorthin gehört hat. Also, wir wissen wo, und wir können, denke ich, auch ungefähr einordnen, was es sein kann. Ich bin eher jemand, ich sage, ich bin für 3 und 5, eins von diesen beiden, tendiere aber sehr zu 5, weil es für die jüdische Kultur am ehesten Sinn macht, dass das ein massives Gräuel war, was dort passiert ist. Blut im Tempel zu vergießen und jemanden als hohen Priester einzusetzen, der das nie hätte sein dürfen. Wie auch immer wir das für uns persönlich auslegen, die Reaktion, die Jesus seinen Jüngern empfiehlt, ist, flieht um euer Leben. Wenn ihr das seht, flieht um euer Leben. Verlasst die Stadt. Wenn ihr das Zeichen seid, lasst alles stehen und liegen und flieht. Und die hier beschriebene Drangsal ist katastrophal. Und das ist, glaube ich, auch der Punkt, warum viele meinen, dass es hier irgendwo um den Endzeittext geht. Viele denken, dass dieser Teil von Markus 13 so eine Brücke bildet zu Offenbarung 7, wo auch diese große Drangsal beschrieben wird am Ende der Zeit. Allerdings hat diese Meinung für mich einen ganz entscheidenden Haken. In Offenbarung 6, Vers 15 und 17 finden wir vorausblickend auf dieses Kapitel 7 eine Sache, die sehr deutlich macht, diesem Gericht, dieser letzten großen Drangsal, der wird niemand entrinnen. Im Gegenteil, dort werden die Leute genau das versuchen. Dort steht, sie werden versuchen, sich in Höhlen zu verstecken und in Gebirge und in Spalten. Und sie werden zu den Bergen sagen, fallt auf uns drauf und versteckt uns, begrabt uns. Aber niemand wird diesem Gericht Gottes entfliehen.
Und ich glaube, der hat nicht, dass diese beiden Stellen auf das gleiche Ereignis zeigen. Im Gegenteil, wenn wir historisch, und wir müssen die Historie kennen, wir müssen die Geschichte kennen, um biblische Texte einordnen zu können. Wenn wir sehen, was für eine Not über das Land kam zwischen 67 und 70 nach Christus, dann ist es eine Drangsal wirklich von apokalyptischem Ausmaß. Flavius Josephus, der jüdische Geschichtsschreiber, berichtet sehr, sehr detailliert von dieser Zeit. Und er sagt zum Beispiel, dass Richtung Ende von diesem Krieg die Zeloten sich gegenseitig bekriegt haben, dass sie in Jerusalem gegeneinander gekämpft haben. Und Jerusalem war mit einer der letzten Festungen, in der sie sich verbarrikadiert haben. Sie haben angefangen, radikal gegen jede Form der Opposition vorzugehen. Josephus schreibt, dass sie an einem Tag über 12.000 führende Männer in Jerusalem hingerichtet haben. Sie haben ihnen einfach die Kehlen durchgeschnitten, auf den Straßen liegen lassen. Und die Leute haben die Toten einfach über die Stadtmauer geschmissen, weil sie sie nirgendwo beerdigen konnten. Er schreibt, dass die Zeloten das Angebot von Titus verstreichen haben lassen, die Stadt aufzugeben, und dass in der Folge die Zustände barbarisch gewesen sein müssen. Er schreibt davon, dass Eltern ihre eigenen Kinder gegessen haben, weil die Not so groß gewesen ist. Er schreibt davon, dass Leute nachts versucht haben, außerhalb der Stadtmauer auf Nahrungssuche zu gehen und die Römer gezielt Jagd auf diese Leute gemacht haben. Und die haben diese Leute gefangen und haben sie dann jeden Tag rings um die Stadt auf den Bergen gekreuzigt. Im Durchschnitt 500 Leute pro Tag. Und nach 3 Jahren der römischen Belagerung durchbrechen sie die Mauer und die ganze Stadt gerät in Brand, auch der Tempel. Und Josephus schreibt, dass die Römer in einem derartigen Mordrausch waren, dass sich das Feuer, ob das jetzt bildlich gemeint ist oder nicht, das Feuer durch das Blut der Getöteten wieder gelöscht hat. Und er beschreibt auch, dass in dieser Zeit, bevor Jerusalem fällt, ganz, ganz viele falsche Propheten aufgestanden sind, die den Leuten gesagt haben, haltet durch, Gott wird eingreifen. Das ist nicht das Ende für uns, sondern das Ende für die Herrschaft von Rom. Was sich hier im Text auch ganz klar schon erfüllt. Und am Ende von dieser Belagerung Jerusalems überleben nur etwa 100.000 Juden, die dann in die Sklaverei verkauft werden. Josephus schreibt von 1,1 Millionen Menschen, die in diesem Krieg ums Leben kamen. Also gigantische Ausmaß der Zerstörung, des Leides und des Todes. Jerusalem wurde so massiv geschliffen, dass wirklich sprichwörtlich kein Stein mehr auf dem anderen geblieben ist, speziell vom Tempel. Und das ist nur eine ganz, ganz kurze Zusammenfassung von diesem Bericht, den Josephus sehr, sehr detailliert über diese Zeit gibt. Und ich glaube, es macht klar, warum Jesus hier von der Drangsal spricht, in einer Form, wie sie es vorher nicht gegeben hat und nachfolgend nicht mehr geben wird. Und weil er sagt, dieser Ausdruck, und wie es sie nachher nicht mehr geben wird, zeigt für mich auch, es gibt eine Zeit danach. Es ist nicht das Ende der Welt, sondern es kommt eine Spanne der Zeit danach. Und auch der Vers 20 passt für mich dort genau hinein, nämlich, dass Gott sagt, wenn ich diese Zeit nicht verkürzt hätte, damit Leute gerettet werden, wofür sollte Gott das tun, wenn im Anschluss keine weitere Zeitspanne folgen sollte? Wenn das wirklich das Ende der Welt wäre, warum sollte Gott dann Menschen hindurch retten? Für was? Und für mich ist klar, deutlich aus dem Text, dass Jesus bis hierhin, das muss ich klar sagen, der Frank hat nächste Woche einen anderen Text, über ein historisches Ereignis spricht. Und das noch nicht zusammenfällt mit dem zweiten Wiederkommen von Jesus und dem Ende der Erde, wie wir sie heute kennen. Und für mich sehe ich auch keinen wirklichen Grund, warum man deshalb versuchen sollte, diese Prophezeiung der Drangsal aus ihrem Kontext, aus ihrem Zuhörerkreis herauszureißen und irgendwo zu argumentieren, das ist ein komplett endzeitliches Ergebnis. Wenn das stimmen würde, was wäre das für eine glaubwürdige Antwort für die 4 Jünger, die Jesus hier eine konkrete Frage stellen? Was für eine glaubwürdige Antwort würde Jesus ihnen auf diese Frage geben? Und für mich argumentiert sowohl der Kontext als auch die Sprache klar gegen eine solche exklusive Auslegung. Also wenn wir den Text worttreu lesen wollen, dann empfiehlt sich wirklich zuerst mal durch die Brille der ersten Empfänger zu schauen. Und nicht, wie wenn der Text direkt und nur für mich allein geschrieben ist. Ich will damit kategorisch ausschließen, dass es gleichzeitig auch eine Vorandeutung, ein Bild für zukünftige Dinge sein kann, dass dieses Gericht über Jerusalem so ein Bild ist für die Dinge, die irgendwann mal kommen werden. Es kann ein Doppelbild sein. Aber ich glaube nicht, dass die Erfüllung dieser Prophetie einen Antichrist à la diesem Nikola Carpathia, wie er in diesem Roman beschrieben wird, braucht, der sich in diesen neu gebauten Tempel setzt. Warum? Es passiert in der Generation, und die Folge wird sein, der Tempel wird geschliffen und es wird kein Stein auf dem anderen bleiben. Und beides hat sich wortwörtlich schon erfüllt. Wenn jedoch die Sache erfüllt ist, dann ist die Frage, was hat es dann noch für eine Aussage für uns heute? Was brauchen wir dann so einen Text heute noch? Warum steht der in diesem Evangelium? Ich glaube, die Botschaft ist hier nicht zu sagen, haltet Ausschau nach einem Antichrist und wenn er kommt, dann versteckt euch irgendwie und versucht irgendwie diese Trübsal zu überleben,
sondern Jesus warnt seine Nachfolger vor dem, was kommt, und er zeigt ihnen darin Schutz in Form der Flucht. Eine deutlich klare Warnung an diese Generation: Wenn das passiert, flieht. Wenn das passiert, habt ihr nur noch ein ganz, ganz kleines Zeitfenster, um euer Leben zu retten. Interessant ist eben auch, dass Josephus in diesen Berichten kaum über Christen schreibt. Kaum über Christen, weder in den Gefangenen 100.000 noch in den über 1 Million Toten tauchen kaum größere Gruppen Christen auf. Einige Jahre später schreibt Eusebius und andere Geschichtsschreiber über diesen Krieg, dass eigentlich die komplette Kirche, diese erste Kirche von Jerusalem, bereits lange bevor die Belagerung so extrem wurde, geflohen sind. Er sagt, dass mehrere glaubwürdige Leute in dieser Gemeinde ein prophetisches Bild hatten von den kommenden Ereignissen und deswegen die ganze Gemeinde nach Pela geflohen ist, im 10-Städte-Gebiet. Das ist ein historisch belegtes Ding, dass also die Kirche, zumindest in Jerusalem, die Stadt lange vorher verlassen hat, bevor diese Zustände so waren, weil sie eben diese Dinge wussten. Und klar war, wenn das losgeht, dann flieht. Wenn wir also die Fakten in dem Text für uns heute anschauen, dann ist es Essay, oder für mich ist klar, soll nicht klar deutlich werden, wir haben absolut vertrauenswürdige, verlässliche Zusagen von unserem Vater im Himmel. Gott lügt nicht und Gott sorgt dafür, dass sein Wort wahr bleibt. Worte, die uns leiten, aber auch Worte, die uns schützen. Und gerade dann, wenn wir irgendwo in Anfechtung stehen, wenn wir in Not sind, wenn wir in Verfolgung sind und selbst in Drangsal, wir dürfen sicher sein, dass Gottes Wort wahr ist und wahr bleibt. Und ich glaube, die Erfüllung des Gesagten, die Erfüllung dessen, dass wir sehen können, Gott erfüllt all das, was er vorausgesagt hat, soll uns neu Mut machen, soll uns stärken, dass Gottes Wort wirklich auch heute noch Wahrheit ist. Der zweite Gedanke ist, Gott schützt seine Leute durch souveränes Handeln. Das sind die Verse 19 bis 20. Denn in jenen Tagen wird eine Not herrschen, wie sie noch nie gewesen ist, von der Zeit an, als Gott die Welt erschuf, bis heute, und wie sie danach nicht mehr geben wird. Hätte der Herr die Zeit nicht verkürzt, dann würde kein Mensch gerettet werden. Aber um derer Willen, die er auserwählt hat, hat er sie verkürzt. Das ist eine große Herausforderung, die Jesus hier an seine Nachfolger stellt. Er sagt, haltet durch, auch in Schwierigkeiten, auch in Anfechtungen. Und macht in Verfolgung, lasst euch von Verfolgung auch nicht kirre machen. Und er kombiniert das Ganze mit so einer ganz entscheidenden Zusage. Er sagt, nicht ihr werdet dann Dinge aus euch heraus tun, sondern Gottes Geist in euch macht euch fähig, in Verfolgung, aber auch in Gericht Zeugnis zu bleiben. Und das Zweite ist eine Komponente, die von außen auf uns wirkt. Der Geist ist, der von innen wirkt. Und eine zweite Sache von außen ist sein glaubwürdiges Wort. Wenn wir jetzt Vers 20 sehen, dann könnte man schnell meinen, dass wenn Gott diese Weltgeschichte nicht verkürzt hätte, würde es am Ende gar keine Nachfolger mehr von Jesus geben. Das macht für mich aber nicht so viel wirklich Sinn. Für mich geht es hier klar um die Situation damals in Judäa. Und niemand hätte überlebt, wenn Gott dem Ganzen nicht Einhalt geboten hat und die Leidenszeit verkürzt hat. Historisch belegt ist, interessant, Titus hatte den Befehl gegeben, die gesamte Bevölkerung Judäa auszumerzen. Das war der Befehl an seine Soldaten. Allerdings waren die von der Belagerung, von der Eroberung so erschöpft, dass sie irgendwann abgebrochen haben, weil sie einfach nicht mehr morden konnten. Also Gott greift aktiv in den Verlauf der Geschichte ein und er ändert Dinge entsprechend seinem Plan. Die Tage, aber auch den Umfang der Not hat Gott in der Hand. Das sind Dinge, die Gott nicht entkleiden. Und er tut es, damit ein kleiner Teil der Bewohner diese tragische Geschichte überlebt. Gott arbeitet aktiv im Verlauf der Geschichte und er plant und er sorgt dafür, dass seine Zusage und seine Versprechen, speziell auch gegenüber Israel, dass die erfüllt werden. Und Gott handelt hier, indem er die Anzahl der Tage und der Not über Jerusalem verkürzt. Und ein Gott, der das kann, der in dieser Form handelt, der muss souverän über Nationen, über Armeen, über Katastrophen, über Hungersnöten, aber auch über Entscheidungen von mir als Mensch stehen. Andernfalls würde Jesus an der Stelle seinem Vater eine Macht und einen Einfluss zuschreiben, den er nicht wirklich hat. Wenn Gott nicht absolut souverän über allen Situationen, über allen Entscheidungen und Handeln von uns Menschen ist, wäre er nicht in der Lage, so etwas zu tun. Wir sehen hier Gott, unseren Vater, als den, dem selbst die dunkelsten und schlimmsten Geschichten unserer Menschheit nicht aus der Hand gleiten. Das ist, glaube ich, schwer für uns zu fassen, aber es ist ein Fakt. Die Römer wollten dieses widerspenstige Volk ausradieren, aber Gott hat einen Plan mit diesem Volk. Und deswegen rettet er einen Teil durch diese Not hindurch. Wenn also die Römer wirklich Tabula Rasa gemacht hätten, wäre ein wichtiger Baustein biblischer Prophetie nie zum Tragen gekommen. Nämlich, dass Gott sagt, ich werde dieses Volk entwurzeln und ich werde es zerstreuen über die ganze Welt. Warum? Damit ich mich am Ende der Zeit wieder souverän zeigen kann, indem ich meine Enkel an alle Enden der Erde schicke und dieses Volk wieder zusammensammle.
Ich weiß, der Gedanke, diese Aussage, dass Gott absolut souverän die Kontrolle über Zeit, über Situationen, über Umstände, über Ereignisse hat, das ist eine Pille, die ist nicht so leicht zu schlucken. Ich kenne das und einige andere hier kennen das noch viel, viel tiefgreifender, was es bedeutet, zu sagen, ja Gott, du bist souverän über jede Situation. Aber die Wahrheit ist, immer dann, wenn Gottes Souveränität in der Bibel proklamiert, also ausgesprochen wird, dann dient sie immer zum Besten für seine Leute, zum Besten zur Freude, zum Umsorgen, zur Ermutigung, zur Stärkung, zur Sicherheit. In unserem Fall von dem Text erzählt Jesus den Jüngern, aber auch uns von der souveränen Kontrolle Gottes über die Tage des schlimmsten Elends. Und das Ziel seiner Sorge sind die Menschen, die er errettet hat. Und Jesus will uns darin Zuversicht und Vertrauen geben, dass nichts passiert, aber auch gar nichts, was Gott irgendwo aus der Kontrolle geraten ist. Selbst die dunkelsten Kapitel unserer Menschheit, selbst die dunkelsten und schmerzhaften Kapitel deines Lebens sind nicht aus Gottes Kontrolle geglitten. Und damit verbunden ist, glaube ich, eine Frage, wenn wir diesen Gott oder an diesen Gott glauben, vertrauen wir ihm auch so weit, dass sogar die schlimmsten Dinge diesem Gott nicht das Heft des Handelns aus der Hand reißen. Dass dieser Gott weiter Puzzle für Puzzle seines perfekten Planes zusammenlegen wird und dass alle Dinge darin meinem Besten dienen müssen. Ich glaube, das zu glauben bedeutet nicht immer automatisch zu wissen, warum und was gerade ist, aber wir sollten vertrauen, dass er absolut gut ist und dass Gott 100% weiß, was er tut. Ich habe in dem Zusammenhang ein Zeugnis gelesen, ich weiß nicht, wer von euch Josef Zonn kennt. Das war ein Pfarrer in ist auch noch, also ich weiß nicht, wo er heute lebt, aber der war Pfarrer in Rumänien und war lange Zeit unter Ceausescu inhaftiert aufgrund seines Glaubens. Und er hatte, ich weiß nicht, ich kenne die ganze Geschichte jetzt nicht, ich habe nur das Zeugnis von ihm hier gelesen, aber er hatte 6 brutale Männer, die ihm zugeordnet waren und die Geständnisse aus ihm herauspressen sollten. 6 geschulte Verhörspezialisten, die sich Tag und Nacht mit ihm beschäftigt haben. Und er schreibt in seinem Zeugnis, dass er eines Tages diesen Männern gegenüber sitzt und er sagt zu ihnen, meine Herren, was hier passiert, ist keine Sache zwischen uns, sondern zwischen mir und meinem Gott. Mein Gott will mir eine Lektion beibringen durch euch. Ich weiß nicht, wie sie lautet, vielleicht sind es auch mehrere, aber eins weiß ich, meine Herren, ihr werdet mit mir nur das tun können, was Gott möchte, dass passiert. Und ihr werdet keinen Millimeter darüber hinausgehen, weil ihr nur ein Werkzeug in den Händen meines Gottes seid. Er erzählt später, dass er nach dieser Situation, nachdem er das gesagt hat, jeden Tag, wenn sie ihn verhört und misshandelt haben, hat er diese Leute gesehen wie so Handspielpuppen in der Hand seines Vaters. Und das war für mich so ein krasses Zeugnis. Letzte Woche haben wir dieses Lied gesungen von Dietrich Bonhoeffer. Und in dieser einen Strophe heißt es, du reichst uns den schweren Kelch, den bitteren, des Leids gefüllt bis an den höchsten Rand. Und Bonhoeffer sitzt in diesem Moment im KZ und weiß ziemlich sicher, dass er dort nicht mehr rauskommt. Hat zu Hause Frau und Kinder. Und er schreibt dann, und so nehmen wir ihn dankbar ohne Zittern aus deiner guten und geliebten Hand. Und immer dann, wenn wir oder wenn ich Geschichten von Männern und Frauen wie Zonn und Bonhoeffer lese, wenn ich das schaue, und wenn wir uns die Frage über ihrem Lebenszeugnis stellen und fragen, warum konnten sie trotzdem festhalten, warum konnten sie trotzdem Zeuge für ihren Jesus sein, dann ist es eigentlich immer und immer wieder ein einziger Punkt. Gott ist absolut souverän und gut. Vielleicht erleben wir heute in unserer Breite gerade keine echte Erfolgung, vielleicht auch kein wirklich schlimmes Elend. Aber die Frage an uns, wie sieht's bei mir aus? Vielleicht bist du nicht in Folter, vielleicht bist du nicht in Verfolgung, keine Frage. Aber wie sieht's bei dir aus? Wie viele Fehler glaubst du in deinem Leben gemacht zu haben, die Gott handlungsunfähig macht? Das ist eine Lüge, die heute ganz viele Christen glauben. Meine Ehe, meine Familie, mein Job, meine Freunde, meine Süchte. Das sind alles irgendwo Dinge. Da gibt es ganz viele Dinge, wo wir glauben, durch unsere Entscheidungen, durch unsere Sünde, durch unsere Fehler haben wir Gott irgendwie aus dem Spielfeld geschossen. Gott ist nicht handlungsfähig durch das, was ich gemacht habe. Aber dieser Text sagt uns, Gott ist 100% souverän, auch über deinen und meinen Leben. Und sein Ziel für jeden von uns ist gut und trägt immer die Handschrift seiner Liebe. Das ist ein klarer Zuspruch für uns. Glaube nicht, dass eine Entscheidung oder ein Handeln, das du in deinem Leben getroffen hast oder gemacht hast, Gott handlungsunfähig macht. Gott ist souverän. Also die ersten beiden Punkte, Gott sorgt für seine Leute durch Prophetie und durch sein souveränes Handeln. Das letzte noch ein kurzer Punkt, Gott sorgt für seine Leute durch glaubwürdige Lehre.
Wenn wir nochmal auf die Verse 5 bis 8 zurückblenden, dann finden wir dort die Ankündigung, es werden falsche Christusse aufstehen, falsche Propheten. Und die werden versuchen, die Zeichen der Zeit zu deuten, Naturkatastrophen, Kriege und so weiter, um Menschen und speziell Christen zu täuschen. Ja, sich als Christus auszugeben, heißt ja nichts anderes, als Menschen an sich zu binden. Ja, ich bin irgendjemand und ich versuche, dass Menschen mir nachlaufen. Das ist eigentlich das völlige Gegenteil von Jüngerschaft. Jüngerschaft heißt, ich mache Menschen fit, selbstständig, geistig zu leben. Falscher Christus heißt zu sein, ich versuche, die Menschen an mich zu binden, dass sie immer mich gut finden und mir nachlaufen. Ja, so kann man das auch heute noch in unsere Zeit hineindeuten. Und das kennen wir auch heute noch. Ja? Wir haben halt vielleicht immer so diese großen Irrlernen, wie wir vielleicht in der Bibel das kennen, über Judentum und Nichtjudentum. Aber wir kennen das auch im Bereich der Ernährung. Da kommen so ganz subtile Lehrbotschaften oder im Bereich der Entspannung. Irgendwelche fernöstlichen Sphären, die damit reingeholt werden. Ich habe letztens gelesen, da hat jemand ein Klangschema in den Psalmen entdeckt und das wirkt heilend. Ich habe jetzt noch nie Noten gesehen in dem Psalm, aber keine Ahnung. Also da gibt es so ganz Sachen, die klingen irgendwie so ein bisschen gut und biblisch. Und Jesus warnt uns ja klar und sagt, lasst euch nicht verführen. Das wiederholt sich immer und immer wieder. Glaubt nicht jeden, der sagt, seht her, hier ist der Messias oder dort ist er. Glaubt es nicht. Falsche Propheten werden auftreten und sie werden, Achtung, Zeichen und Wunder tun. Die werden nicht bloß reden, die werden auch übernatürliche Zeichen tun. Und welches Ziel haben sie? Verwirrung und Spaltung unter uns Christen zu erzeugen. Deswegen sagt Jesus, seht euch vor, bleibt wachsam, ich habe euch das alles gesagt. Es ist nichts, was euch überraschen dürfte. Ihr wisst es alles. Diese Personen werden Zeichen der Zeit nicht nur deuten, sondern sie werden Leute verführen, indem sie scheinbar Übernatürliches tun. Was wiederum klar macht, Zeichen allein sind kein Beweis für einen Leiter oder für einen Prediger oder was auch immer, dass er wirklich von Gott gesandt ist, dass er von Gott berufen ist. Sondern Gott gibt uns sein Wort als Maßstab, als Prüftool und sagt, passt diese Lehre von diesen Leuten zu dem, was ich in meinem Wort gesagt habe. Das ist ein super Prüftool. Und du wirst merken, die Kraftquelle für Übernatürliches, die kann ich nicht immer gleich sehen oder identifizieren. Das geht nicht so leicht. Aber die Lehre wird sich recht schnell an dem Wort Gottes beißen. Und deswegen sagt Jesus, das, was ich euch vorgelebt habe, was ich euch gesagt habe, ist ein ganz, ganz wichtiger Schutz, auf diese Schwärmereien nicht hereinzufallen. Also wenn wir uns die Frage stellen, ist eine Lehre sinnvoll, dann ist es immer gut, das am Wort Gottes zu prüfen und nicht uns davon überrollen oder irre machen zu lassen. Gott ist ganz sehr um deinen und meinen Schutz besorgt. Und deswegen tut er das nicht bloß durch Dinge, die bei ihm liegen, Prophetie und souveränes Handeln, sondern er gibt uns Dinge in die Hand, die uns Sicherheit, die uns Schutz bieten. Sein Wort. Und Jesus sagt, es sollte euch nicht wundern, wenn ihr mit etwas konfrontiert werdet. Ich habe es euch gesagt. Deswegen bleibt wachsam. Und er redet das speziell zu dieser ersten Generation Kirche. Er sagt, ich gebe euch diese Zeichen, damit ihr wisst, ich bin wirklich Gott. Wenn ich Gott nicht wäre, könnte ich das nicht sagen, es würde sich nicht erfüllen. Aber weil ihr das seht, wisst ihr, wer ich bin. Er macht deutlich, bevor er verhaftet und gekreuzigt wird, kurz davor, wer er wirklich ist. Er gibt ihnen nochmal diese Proklamation und diese Bestätigung. Wenn ihr seht, dass diese Zeichen sich erfüllen, dann wisst ihr, ich bin wirklich Gottes Sohn. Ich bin gekommen in diese Welt, um euer tödliches Problem zu lösen. Ich bin gekommen, damit dieses Problem der Menschheit, dass ihr gegen Gott rebelliert habt, dass ihr unter Gottes Zorn steht, dass das gelöst wird. Ich werde mein perfektes Leben, was ich gelebt habe, hingeben. Ich werde mich opfern als Stellvertreter für euch. Aber der Tod wird mich nicht halten, weil ich den Tod besiegt habe, weil ich ewige Aussöhnung zwischen Gott und Menschheit geschaffen habe. Wir alle, die wir hier sitzen, hätten eine ewige Trübsal für unser Leben verdient. Das wäre unser Verdienst, unser gerechtfertigter Verdienst. Schuld und Sünde bedeutet ewige Trübsal. Und Jesus sagt, ich habe den Anfang gesetzt. Ich bin das Alpha und das Omega, das Anfang und das Ende. Ich habe den Anfang gesetzt und ich gebe euch die Bestätigung, dass ich es auch zu Ende bringen werde. Diese Dinge, die ihr erleben werdet, sollen euch sicher darin machen, ich bin wirklich der, als der ich aufgetreten bin. Und ihr sollt euch 100% sicher sein, dass Gott sich um euch sorgen wird. Und seine Frage an dich und mich heute Morgen ist, wie reagieren wir? Willst du dein Leben und dein Vertrauen wirklich ganz in diese Hand deines guten Gottes legen? Und dafür würde ich gerne am Ende noch beten. Vater, wir danken dir dafür, dass dein Wort wahr ist und danke, dass es in jede Situation unseres Lebens spricht. Danke, dass du ein Gott bist, der sich um uns sorgt. Ein Gott, der besorgt ist um seine Leute, der so viele Dinge tut, damit wir sicher gehen können, dass du souverän, dass du glaubwürdig und dass du real bist. Danke, Vater, dass wir immer wieder solche Punkte haben, wo wir es für uns klar sehen,
was es uns beweist, dass du wirklich der Gott bist, als der du dich beschreibst. Und ich bete heute Morgen, dass uns das neu motiviert, neu Glauben schenkt, neu Vertrauen schenkt, unser Leben ganz dir hinzugeben. Ganz zu glauben, dass du es wirklich gut mit uns meinst und dass dir nichts entgleitet, dass keine Situation deiner Hand irgendwo entrissen ist. Danke, Vater, für diesen Text. Danke für diese Zusage. Und danke, dass wir wissen dürfen, Jesus, dass du es zu Ende bringen wirst. Amen.